Könnt ihr euch noch an dieses Video hier erinnern? Wenn ja, gut. Denn heute geht es um Teil 2 und ich habe die meisten Produkte erhalten und die schauen wir uns heute im Detail an. Vorweg muss ich sagen, warum die meisten? Ich habe leider nicht alle Produkte erhalten und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich habe bei Decathlon bisher noch nichts bestellt, deswegen kann ich nicht sagen, ob das oft passiert oder selten passiert. Ich habe jedenfalls den Tourenrucksack nicht erhalten. Das war aber mit dem Support von Decathlon überhaupt kein Problem und deshalb bin ich da jetzt auch gar nicht groß unzufrieden, weil ich musste das dann letztlich auch nicht bezahlen, logischerweise. Aber, naja, wenn ich jetzt tatsächlich einen Tourenrucksack gebraucht hätte, wäre ich wahrscheinlich doch eher verärgert. Schließlich, naja, hätte ich ihn dann jetzt nicht erhalten. In meinem Fall ist es aber halb so schlimm, aber trotzdem vorweg hier nochmal die Info. Der Tourenrucksack ist nicht angekommen, der Kletterrucksack aber schon und auch alle anderen Produkte sind angekommen und die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Keine Sorge, ihr findet unten die Timestamps, das bedeutet, ihr könnt euch an den Textilprodukten und an den technischen Produkten orientieren, je nachdem, was euch eben gerade mehr interessiert, beziehungsweise an dem Rucksack. Fangen wir aber mit diesen beiden Karabinern an. Sie sind ungefähr 20-30% günstiger, als sie normalerweise im Laden wären. Was ich sehr schön finde, ist die rote Markierung. Die haben auch nicht alle Karabiner leider heutzutage, finde ich aber ganz großartig, denn das springt einem ins Auge und da sieht man, oh, ich habe ihn nicht zugeschraubt und jetzt sieht man auch nichts mehr, wenn er zugeschraubt ist. Von der Lasche her, also von der Schelle her bin ich wahnsinnig beeindruckt. Die ist unfassbar wertig. Deswegen finde ich den Karabiner grundsätzlich echt beeindruckend. Wenn wir uns die Geschichte mit der Feder anschauen, dann muss ich sagen, ist er definitiv leichtgängig, aber nicht zu leichtgängig. Er kommt einem schon entgegen und man braucht definitiv ordentlich Druck, damit er auch aufgeht. Aber es ist nicht sehr, sehr störend. Und das bringt uns auch gleich schon zu dem Schnappkarabiner. Ich habe mir überlegt, ob ich mir mit dem eine Expressschlinge bauen soll. Ich werde es nicht tun. Ich werde ihn als Materialkarabiner verwenden oder wenn ich mir mal eine Aufhängung für irgendwas bauen möchte. Im Bergsport wird dieser Schnapper aber wahrscheinlich nicht so einen großen Einsatz finden, eben höchstens um irgendwas zu transportieren oder so. Das hängt maßgeblich mit der Feder zusammen. Die ist viel, und ich meine wirklich viel, zu stark eingestellt. Also Simon, das geht gar nicht. Das ist für eine Expressschlinge viel zu viel Widerstand. Also ich kriege da mit einer Hand kein Seil vernünftig durch. Und grundsätzlich ist er von der Form her, naja, er ist nicht großartig. Also ich würde ihn nicht für eine Expressschlinge verwenden, als Aufhängung oder für Materialien zum Sortieren am Gurt oder so ist er definitiv geeignet, aber für alles andere wirklich eher nicht. Aber, und da komme ich jetzt zu meinem Hauptpunkt, was Decathlon betrifft. Er ist nicht ideal, aber es gibt auch deutlich teurere Schnapper, die auch nicht ideal sind. Auf der anderen Seite gibt es tolle HMS-Karabiner, die deutlich günstiger sind, die absolut empfehlenswert sind, die mehr mitbringen als manch andere deutlich teurere HMS-Karabiner. Und deshalb, Discounter ist eben so eine Sache, aber es ist eben letztlich die gleiche Sache wie bei den, wenn man in einen normalen Sportfachhandel geht, denn da habe ich auch teure Marken, die einfach minderwertig sind, schlecht durchdacht sind und so weiter. Und es gibt natürlich dann auch teure Marken, die wahnsinnig großartig sind. Aber wie man an dem HMS-Karabiner sehen kann, gibt es auch sehr günstige Marken wie Simon, die doch wahnsinnig hochwertig und intelligent produzieren. Und ich muss sagen, das wird einer meiner Lieblingskarabiner sein, denn er hat eine wahnsinnig angenehme Feder. Er ist wahnsinnig intelligent konstruiert. Er läuft hinten sehr, sehr schön zusammen. Nicht zu wenig, um dass da noch zu viel Spielraum ist. Nicht zu viel, sodass es eng wird, zum Beispiel am Gurt. Und trotzdem ist vorne mehr als genug Platz für diverse Sicherungsgeräte, aber auch für eine HMS-Sicherung und so weiter. Er hat nicht die perfekte HMS-Birnenform, wie man es zum Beispiel von anderen HMS-Karabinern kennt, aber das muss gar nicht störend sein. Durch die Tatsache, dass er hier vorne nochmal eine eigene Zuspitzung hat, also eine leichte Zuspitzung natürlich, und nicht komplett gleichmäßig hier verläuft, bleibt das Sicherungsgerät auch tendenziell eher in dieser Ecke und schiebt sich nicht so stark hin und her. Das ist meiner Meinung nach bei vielen HMS-Karabinern doch ein Problem, gerade bei den größeren. Und das hier ist doch ein eher großer Karabiner und deswegen bin ich da auch ziemlich beeindruckt von. Aber jetzt genug technisches Blabla, wie schaut's um die Textilien denn in der Realität aus? Zuallererst will ich die Hose besprechen, denn da sind wir ganz schnell durch. Ich habe diese Hose in
S bzw. EU 38 bestellt. Wem das jetzt was sagt, sehr gut. Die ist viel zu klein. Also, es kann am Geburtstagskuchen liegen, aber das, da passe ich nicht rein. Und ironischerweise trage ich aber überall anders XS und S. Bei allen anderen Herstellern, bei Salewa beispielsweise, passt mir genau diese Hosengröße perfekt. Das geht gar nicht. Von der Qualität her muss ich sagen, ist sie sehr, sehr nah dran an den 90 Euro teuren La Sportiva Kletterhosen und auch an den E9 Hosen ist sie sehr, sehr nah dran. Die Nahtverarbeitung ist absolut perfekt. Also ich habe nirgends irgendwo ein Problem mit jetzt schon offenen Nähten gefunden oder minderwertiger Verarbeitung. Das wirkt alles verdammt hochwertig und auch abriebfest. Ich habe es jetzt in der Praxis nicht gut testen können. Ich habe sie jetzt vor allen Dingen oberflächlich gecheckt, ob sie irgendwelche Mängel vorweist und ich kann sagen, absolut keine. Jetzt gibt es natürlich die Sache mit dem Knopf und ich bin generell kein Freund von diesen klassischen Knöpfen, aber sie haben das hier gut gelöst, denn sie haben hier einfach ein breites Schlingenmaterial einfach verwendet, was den Vorteil hat, dass mir der Knopf nicht einfach ganz leicht abreißen wird. Hier das Knopfloch, das ist relativ gut ausgearbeitet, das bedeutet, es hält relativ gut und ich kann davon ausgehen, dass das Knopfloch sich in nächster Zeit auch nicht großartig vergrößern wird. Von der Qualität her kann ich diese Hose also grundsätzlich empfehlen, aber ich würde sie definitiv eine Größe größer nehmen. Schön übrigens ist auch noch die Gürtelschlaufen, das hat mir in meinem Fall leider nichts gebracht, aber grundsätzlich kann man sie dann letztlich auch noch anpassen. Sie ist auch Stretch, was ich ganz angenehm finde, denn damit ist eigentlich alles kombiniert. Ist sie ein bisschen zu groß, ist der Stretch relativ gut, beziehungsweise ist sie ein bisschen zu klein, dann hilft der Stretch noch, bei mir hat der leider nichts mehr geholfen. Ist sie ein bisschen zu groß, hat man Gürtelschlaufen, das heißt, diese Hose passt sich sehr gut individuellen Anforderungen an. Ein kleines nettes Feature, was ich hier noch erwähnen möchte, was man eigentlich nur bei sehr teuren Hosen dabei hat. Man hat für die Bürste ein kleines Loch, das heißt für alle Boulderer, ihr könnt hier eure Bürste perfekt aufbewahren und verliert sie nicht. Das ist schön, das gibt es bei La Sportiva auch oft, aber trotzdem muss ich sagen, das ist ein Feature, das haben nicht alle tollen Kletterhosen. Kommen wir zum Merino-T-Shirt. Wenn ich bewerten müsste, wie sehr dieses T-Shirt nach einer sehr schwitzigen Anwendung stinkt, würde ich sagen 0 von 10. Das ist großartig. Wenn ich beurteilen müsste, wie sehr es kratzt und etwas unangenehm ist durch den doch eher rauen Stoff, dann würde ich sagen 2 von 10. Wenn man das Ganze jetzt mit meinen 50 Euro, 55 Euro teuren Icebreaker-T-Shirts vergleichen möchte, die liegen auf jeden Fall bei exakt den gleichen Werten. Das bedeutet, dieses T-Shirt ist definitiv nicht schlechter als die sehr, sehr teuren Merino-T-Shirts von den bekannten Herstellern. Kommen wir zur Softshell-Jacke. Die fand ich besonders spannend, denn ich benutze schon seit Ewigkeiten keine Softshell-Jacken mehr, weil, naja, ich gehe immer mit der Kombination Fleece und Hardshell-Jacke raus und deswegen ist einfach die Softshell in meinem Repertoire in der Relevanz etwas geschrumpft. Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Die Jacke kostet 50 Euro, was nicht unbedingt teuer ist für eine Softshelljacke, gerade wenn man das mit 200 oder 250 Euro teuren Softshelljacken von namenhaften Herstellern vergleichen möchte. Und sie hat eigentlich alles dabei, was man sich von einer Softshelljacke wünschen kann. Wir haben doppelte Reißverschlüsse, das heißt, wir können die Jacke von oben und von unten öffnen. Wir haben wahnsinnig robuste und dicke Reißverschlüsse, bedeutet gleichzeitig, wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass sie sich irgendwo dann mal groß verhaken oder relativ schnell kaputt gehen, was ich auch sehr, sehr toll finde. Wir haben Taschen, die per Reißverschluss zu verschließen sind und, naja, ich sag mal, hoch genug angelegt sind, damit der Hochtourengurt noch relativ okay drunter passt. Sie hätten schon noch vielleicht 5 cm höher anfangen können und enden können, dann wäre es nochmal ein bisschen komfortabler gewesen, aber man kommt hin, insofern, es ist okay. Die Kapuze ist meiner Meinung nach mit Abstand auch für meine Riesenbirne definitiv groß genug und bietet genug Platz auch, dass ein Helm noch drunter passt. Wir können das hier unten dann auch nochmal individuell ein wenig anpassen. Oben geht die Jacke so weit zu, dass sie mir bis über die Nase Schutz bietet, was sehr, sehr gut ist, weil spare ich mir in Zukunft den Mund-Nasen-Schutz. Nein, aber natürlich, ich möchte es natürlich bis oben hin winddicht haben. Es bringt mir nichts, wenn es mir hier dann reinzieht, weil dafür hat sie ja eigentlich die Windstopperfunktion. Bei 50, 60 km/h Wind ist sie top. Da funktioniert sie wirklich, wirklich gut und ich kriege unter der Softshelljacke vom Wind überhaupt nichts mehr mit. Und wenn die Außentemperatur warm ist, aber der Wind kalt,
dann findet die Softshell-Jacke definitiv ihre Daseinsberechtigung und da ist sie eigentlich das beste Produkt, was man haben kann. Da hält auch nur die Kombination Fleece plus Hardshell mit, was aber natürlich dann in Summe deutlich schwerer ist als eine solche Softshell-Jacke. Das Problem ist aber auch, sie ist nicht die allerleichteste. Es gibt bei der Konkurrenz Modelle, die meiner Meinung nach leichter sind und wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht ist sie 20% schwerer als die Konkurrenz, aber sie ist eben auch, ich würde jetzt mal sagen, sie kostet so um die 20% dessen, was die leichtere Konkurrenz kostet, dann ist das definitiv ein fairer Deal meiner Meinung nach. Kleines Detail ist auch noch ganz schön, wir haben hier relativ enge Ärmelenden. Der Vorteil ist natürlich, hier dichtet es sehr, sehr gut ab, selbst bei meinen mickrigen Handgelenken. Und trotzdem ist es aber nicht so eng, dass wenn man es zum Beispiel mal hochstricken würde, die Jacke, würde es trotzdem hier immer noch relativ viel Platz lassen und es schnürt auch nicht ab. Das ist noch so ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist. Bei leichtem Regen ist sie definitiv brauchbar. Sie lässt eigentlich den Regen nicht wirklich durch. Und ventilieren, naja, ist so eine Sache, tut sie nicht perfekt. Aber das tun die wenigsten Softshell-Jacken perfekt. Denn winddicht auf der einen Seite und perfekt ventiliert auf der anderen, das funktioniert rein technisch schon überhaupt nicht. Und deswegen, ja, wenn es sehr, sehr feucht ist und man sehr, sehr stark schwitzt, dann ist die Softshell-Jacke nix. Aber naja, dann sind halt die anderen Softshell-Jacken auch nichts. In diesem Sinne hätten wir das geklärt für 50 Euro. Ganz, ganz großartig. Kommen wir noch zum Rucksack. Der ist ja definitiv auch sehr heiß erwartet worden von euch in den Kommentaren. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt auf zwei verschiedenen Ebenen, sagen wir es so. Auf der einen Seite muss man sich überlegen, wie viel dieser Rucksack gekostet hat. 19,99 Euro. Wenn ich ihn mit meinen Alpinkletterrucksäcken vergleiche, die in der gleichen Dimension liegen, was die Größe und das Volumen betrifft, dann sind wir hier auch wieder so ungefähr bei 20% des Preises. 20%. Worauf müssen wir aber verzichten? Eigentlich auf relativ wenig. Denn wir haben tatsächlich dieses minimalistische Design, das wir bei Alpinkletterrucksäcken ja gerade haben wollen. Das heißt, wir haben hier doch einige Laschen, damit wir hier nochmal ordentlich Material dranhängen können, falls irgendwas sich im Rucksack nicht mehr ausgeht. Wir haben, und das finde ich ganz, ganz großartig, eine sehr gut angelegte Trinkblasentasche. Die fängt nicht zu weit oben an. Das bedeutet, die Trinkblase verschwindet nicht im Rucksack, sondern sie ist immer noch gut zugänglich. Wir haben zwei Aufbewahrungslaschen. Auch das finde ich ganz großartig. Wenn eine mal abreißt, haben wir immer noch eine, damit sie hängt. Das ist bei anderen Rucksäcken nicht so selbstverständlich. Und der Ausgang für den Schlauch der Trinkblase ist sehr logisch gewählt, ist nicht im Weg, passt perfekt. Wir haben auf der anderen Seite ein kleines Fach hier. Und das ist wirklich klein. Da passt rein eine Brieftasche, da passt rein ein Apfel, Müsli-Riegel, vielleicht ein kleines Buch mit Topos oder sonstiges. Das passt da rein. Alles andere wird schon eher eng. Alles, was größer ist, Erste-Hilfe-Paket und sowas, das wird da drin definitiv eng. Wir haben keinen Zugriff auf das Hauptfach von irgendeiner Seite, außer von oben. Das kann man scheiße finden. Und ich in meinem Alpinkletterrucksack kann ich von überall zugreifen, was ich besser finde. Aber naja, er wiegt halt auch nichts. Also er wiegt halt gar nichts. Ich finde ihn deshalb so großartig. Ich finde nämlich, das muss ich jetzt gleich mal vorweg sagen, ich finde ihn wirklich großartig. Ich finde ihn deshalb so großartig, weil er so klein, flexibel und leicht ist. Er hat 20 Liter Fassungsvolumen. Ich würde sagen, ich bringe sogar noch ein bisschen mehr rein. Wenn man hier wirklich bis ans oberste Ende auffüllt, da geht schon noch mal ein bisschen mehr rein. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dieser Rucksack hat alles, wirklich alles, was ein Rucksack braucht, nur eben für sehr, sehr wenig Geld. Und das Interessante ist aber, dass er definitiv am Komfort spart. Wir haben hier keine Rückenventilation, wir haben hier kein Netz, wir haben hier kein Swiss Wool Konzept, wie man das von Orthobox kennt. Wir haben hier nichts. Es ist im Prinzip eine Plastiktasche mit Henkeln und Brust- und Hüftgurt und oben am Deckel. Das ist eigentlich alles. Und ein richtiger Deckel ist das auch nicht, sondern es ist eben so ein Kordelzug und super luftdicht wird der natürlich auch nicht und wasserdicht schon gar nicht. Deshalb, es ist auf jeden Fall ein schön Wetterrucksack, sagen wir es so, wenn man sich nicht gerade einen Regenschutz dazu kaufen möchte. Zu den Hüftgurten kann man definitiv sagen, sie sind unfassbar
leicht und minimalistisch konstruiert, was ich toll finde, weil genau das will ich ja bei einem Kletterrucksack. Ich möchte nicht, dass er meinen Hüftgurt stört. Wer bombastisch ausgefallene Hüftgurte haben möchte, der ist bei Kletterrucksäcken ja sowieso falsch, weil die sind ja darauf ausgelegt, dass sie mit Hüftgurt gut und einfach funktionieren. Und was ich noch ganz, ganz großartig finde, für die Leute, die wirklich minimalistisch unterwegs sein wollen, man kann den Hüftgurt sogar komplett abnehmen, dann stört er gar nicht mehr. Uneingeschränkt empfehlen würde ich es nicht, aber auf Wanderungen beispielsweise, da will ich ihn auf jeden Fall dran lassen, denn da kann ich ihn zur Lastverteilung sehr, sehr gut hernehmen. Auf langen Klettertouren, wo ich wirklich viel Material am Klettergurt hängen habe, da will ich ihn eher nicht dabei haben, aber er ist so klein, er wird mir wahrscheinlich nicht mal auffallen. Wir haben hier vorne nochmal zwei kleine Laschen. Ich finde, das ist ein großartiges kleines Feature, das mein Alpin-Kletterrucksack beispielsweise gar nicht hat. Ich finde das super, weil wenn man den Brustgurt schließt, dann hat man hier zwei Laschen, die man verwenden kann für Expressschlingen, für alles Mögliche. Man kann da nochmal viel Zeug reinhängen. Cool finde ich das alles deshalb. Er kostet 20 Euro. Aber man merkt, dass hier jemand saß und sich lange darüber Gedanken gemacht hat, wie können wir Kletterern einen möglichst effektiven und effizienten Rucksack liefern. Und das ist dabei rausgekommen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt möglichst leicht, möglichst minimalistisch und sehr klein unterwegs sein, dann ist das der Rucksack für euch, vor allen Dingen, wenn ihr nicht viel Geld dafür ausgeben wollt. Für Hochtouren kann ich ihn absolut nicht empfehlen. Überall, wo es nass wird, das wird einfach nichts. Es ist, wie gesagt, nur eine Plastiktasche mit vielen Zusatzfunktionen. Aber für alle Leute, die gerne Alpinklettern gehen oder einfach eine Klettertour unternehmen wollen, Tagestouren unternehmen wollen, auch für Wanderungen. Er ist überhaupt nicht unbequem und unkomfortabel, sondern er ist eigentlich ganz cool. Und dementsprechend würde ich sagen, der Rucksack, der findet auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir. Müsste ich das alles jetzt bewerten von 0 bis 10, dann können wir das Ganze auch sehr kurz durchgehen. Dieser Schnapper kriegt von mir, ich würde sagen, 3 von 10 Punkten. Er ist okay. Das Merino-T-Shirt kriegt von mir 8 von 10. Abgesehen von der Nachhaltigkeit ist es eines der besten Merino-T-Shirts, die ich jemals hatte. Für den HMS-Karabiner gibt es 9 von 10. Er ist ein bisschen schwer, aber ansonsten perfekt, gut durchdacht. Für die Softshell-Jacke gibt es 8 von 10. Auch sie ist etwas schwer. Ein paar Kleinigkeiten gibt es bei ihr, aber grundsätzlich definitiv mit sehr professionellen Ansprüchen. Die Hose ist echt, echt gut, aber in der Größe haben sie sich beim Schnittmuster komplett vertan. Also ich weiß nicht, wer das ist eine Kinderhose. Also Entschuldigung, da passe ich nicht mal ansatzweise rein. Und die gleiche Größe ist bei allen anderen Herstellern deutlich, deutlich größer. Insofern 9 von 10. Großartige Hose, tolle Zusatzfeatures, wirklich angenehm und leicht. Und dementsprechend passt, aber die Größe, naja. Und dann bleibt noch der Rucksack und der kriegt von mir 10 von 10, denn der ist wirklich, wirklich großartig geworden. Man darf sich eben nicht zu viel erwarten, denn es geht um minimalistisches Design, aber genau das kann er unfassbar gut. In diesem Sinne, Decathlon hat mich wirklich, wirklich überzeugt. Vielleicht nicht uneingeschränkt, aber ich würde sagen, jedes andere Produkt im High-End-Bereich würde nicht mehr Punkte bekommen, wenn ich jetzt hier die Konkurrenzprodukte von Ottovox, Petzl und Co. mir anschauen würde. Nicht viel mehr Punkte, da hätte ich auch immer was zu kritisieren. Und am Schluss ist es aber doch so, dass ich für diesen ganzen Einkauf wahrscheinlich ein Zehntel oder naja, vielleicht ein Fünftel dessen bezahlt habe, was ich für die gleiche Ausstattung von anderen Herstellern gezahlt hätte. Wir haben hier 20 statt 90 Euro bezahlt. Wir haben hier 20 statt 100 Euro bezahlt. Wir haben hier 50 statt, naja, 200, 250 Euro bezahlt. Wir haben hier, ich glaube, 7 oder 8 Euro statt 14 bezahlt. Hier nochmal das Ähnliche. Gut, hier sparen wir uns wirklich nicht viel. Und dann haben wir hier nochmal 30 statt 60 bezahlt. Ihr könnt euch also selber ausrechnen, wie viel man eigentlich im Großen und Ganzen spart. Und das Ergebnis ist nicht schlechter. Es ist genauso gut. Deshalb kriegt Decathlon an dieser Stelle von mir, und ich habe das wirklich nicht erwartet, einen fetten Daumen hoch. Und ich muss sagen, Simon, ihr habt es ordentlich drauf. Und eines ist sicher, ihr habt einen neuen Kunden gefunden. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr das Projekt Alpen Academy in diesem Sinne auch gerne unterstützt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!